Besonders idyllisch ist der Adventmarkt in Gumpelskirchen vor dem Rathaus. Die Wölflinge und Wichtel der Pfadfinder führten dort einen lebenden Adventkalender vor. Kirchen veranstalteten die Pfadfinder den Adventmarkt vor dem Rathaus. Mitgebracht hatten die freiwilligen Helfer heißen Kesselpunsch, weihnachtliche Lieder und vieles mehr. Wir hatten jetzt 3 Jahre lang Pause und es ist einfach schön, dass er wieder stattfindet. Also es war wirklich seit der Kindheit eigentlich jedes Jahr am Adventmarkt. Es ist immer schön, wieder das Zusammenkommen von allen Leuten zum Adventmarkt. Es ist schön, einfach die Freude zu sehen, die man bereiten kann mit ein paar Getränken und einem Zusammentreffen. Begonnen haben wir mit selbstgemachten Adventkränzen und das ist dann immer mehr gewachsen. Jetzt schon mit Hütte und Geschenken und Weihnachtssachen, wo kommen die her? Habt ihr die selber gebastelt? Also, ja, wir bitten die Eltern um Hilfe. Teilweise haben wir so ein Kernteam, das gerne bastelt. Und ja, es helfen alle zusammen. Quasi heute die künstlerische Leiterin gewesen. Ihr habt eine Aufführung auch einstudiert. Die Kinder machen das sehr gerne. Ja, und das ist ja bei den Pfadfindern üblich, dass man singt und tanzt und kreativ ist. Hat den Kindern aber sichtlich Spaß gemacht. Ich hoffe es, ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist immer ganz, ganz gut und wichtig, dass die Kinder ein bisschen was präsentieren können. Sie haben eine Freude dabei und die Eltern freuen sich natürlich auch. Und dann können sie bei uns so ein Glas Punsch trinken oder ein Kinderpunsch. Und das ist natürlich auch für unsere Kasse gut. Das heißt, der Adventmarkt ist sehr wichtig für euch. Ist eine wichtige Einnahmequelle für uns. Ja. Wir machen auch immer die Adventgrenze. Das ist schon sehr traditionell, dass viele Leute bei uns die Adventgrenze holen. Und da ist der Zaubertrank drinnen. Sind Sie die Miraculixin? Ja, ich würde sagen schon. Also ich meine, wir haben den alle gemeinsam gemacht. Was ist alles drinnen? Orangensaft, Rum. Und Tee und Rotwein und Zucker und wir schneiden auch immer Orangen rein und pressen die dann aus und die werden dann nach einer Zeit rausgenommen. Es ist auch eine Gewürzmischung drinnen aus Nelken und Zimt. Zu guter Letzt gab es noch eine Fackelwanderung der Scouts.